Wir versuchen uns leise beim Duke vorbeizuschleichen. Vielleicht auch drüber zu schleichen. Was gab's hier oben? Gratis Loot vielleicht? Oh, naja, hallo? Hast ein bisschen an der Decke gelutscht, Ray. Doch ein Verliere eine Seele, die Skywalker. riskiert, muss sich nicht wundern, wenn sie platzt. Ja. Ray Skywalker hinter uns. Oder Deckenglitscher. Gibt's da nichts zum Stehlen? Bei den Outlaws wird's auf jeden Fall was gestohlen. Da gibt's doch sicher was man nehmen kann. Bei den Berserkern werde ich nichts stehlen. Logans Notiz. Oh, was war das gerade für eine Taste? So. Jemand da? Niemand da. Ist da jemand? Das Schleichen ist ganz eigen. Oh je. Komm, Schleichmodus. Was ist das? Messer kann man nicht nehmen. Nur ein Das einzelnes. Schleichen kannst du dir sparen. Wer sagt das? Der Ray? Professor Ray. Hier wird fett gestohlen. Noch welche Schrotpatronen? Sehr schön. Finden wir eine Schrotflinte auch? Das wäre mal klasse. Das hätte ich gerne. Was haben wir? Elixit. Schönen Garten. Die Zigaretten werden. Ja, ich wollte mich hinsetzen. Eindeutig. Sonst noch was Interessantes? Klappstuhl können wir nicht mitnehmen. Ein Wrestling-Spiel. Oh, da steht doch wer. Da steht ja doch wer. Da ist der Typ. Hallo? Eine Wache. Das heißt, da ist die gute Luther drin. Oh, hier oben schaut es auch nach mehreren Sachen aus. Oh, Handgranaten. Ja, wir werden einfach schnell speichern, bevor wir alles zerstören. Und dann runterhupfen wie ein Badass. Oh. Nein, nimm. Jetzt nimmt das. Oh. Nein. Nein. Nicht reden. Was ist das? Der Skywalker geht wieder ab. Ah, es schaut nach einer Party aus. Geldbündel, Geldbündel. Ach, goddammit. Ray! Get out the way! Move, Ray! Get out the way! So. Sehr schön. Oh. Ich werde den Duke erstmal hier ignorieren. Wen haben wir hier? Nochmal die Eule, die unsere Mission klar geben wird. Oder mit der wir gleich mit teleportieren können. Was ist hier abgegangen? Oh, aber gratis Loot, Zigarette. Ja. Sie sind alle mit einer Zigarette gestorben. Was für ein Tod. Kann man eigentlich nicht beklagen. Also, aber so wie ich. Ziemlich Anti-Zigarette und Alkohol. Ja, Zigaretten. Die sind gratis im Outlaw-Land. So, da ist sie. Wir werden bei ihrer gleich mal die ganz weichliche Nummer herzeigen, weil ich genau weiß, dass das gut ankommen wird, der. Hey, bleib mal Oh, stehen. Gibt es die ein wollte ich Problem? nicht. Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier herumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Dein Spielzeug? Ja, er ist mein Eigentum. Und mehr musst du auch nicht darüber wissen. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig und prügel den Gefangenen Respekt ein.
Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Frank. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Erspar mir die Details. Nur zu gern. Denn das Bild, dass er sich mit ein paar Huren vergnügt, widert mich an. Männer. Einfach erbärmlich. Na, oh, ganz reizend. Wo ist der Gefangene? Wo ist die, mit der ich eigentlich reden wollte? Vielleicht an den Section weiter. Frank? Frank, wo bist du? Ah, da ist der Frank. Steckst du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Aber ich verschwende keine unnützen Wörter an einen Ungläubigen. Oh. Der Lan wird euch alle abstrafen. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, wurde ich nicht. Und genau darum sind meine Worte an dich verschwendet. Hätte er dich geschickt, könnte ich dir vertrauen. So allerdings erntest du nur Schweigen von mir. Und glaub ja nicht, ich verrate dir ihre Koordinaten. Also zieh weiter. Ah, okay. Ich hätte dir geholfen. Dich auf jeden Fall. Da. Und wer ist das noch schnell? Ach klar. Keinen Namen. Da ist die Frau, mit der ich eigentlich reden wollte. Mrs. Iron Maiden muss erst upgraden zu Steel Maiden. Okay, du hast 30 Sekunden. Alles, was ich brauche. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Sag mir mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Oh. Sie mag keinen netten Typen. Ich gehe besser wieder. Sag, du bist gut. So, sagt man das? Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erklär ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Hör zu. Du bist vielleicht ein cooler Typ. Aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit, okay? Also verzieh dich!
Entzückend. Bist du dämlich oder sowas? Ich sagte, du sollst dich verpissen. Echt? Es gibt manchmal Idioten, die müssen alles ausprobieren. Na schön, dann pass mal auf, du Penner. Oh, scheiße. Sorry. Oh. Wow. Verdammt, Ray. Oh. Hätte vielleicht noch mal speichern sollen. Oh, schau, Minen. Minen. Oh. Ah, wir machen es im Schnelllauf. Ich mache vielleicht besser einen Cut hier. Cut! Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, was soll's sein? Oh, Granaten. Ich will ein paar Granaten. Kriegst du. Jag sie nicht alle auf einmal in die Luft. Handel mit mir. Wie viele Granaten hat er? Wow. Wo sind Sprenggranaten? Na, das ist von der Muni her. Ich hoffe, ich habe keine... Ich habe echte Handgranaten bekommen, oder? Handgranaten 22. Oh je. Yeah. Oder ich habe... Nee, wurscht, wurscht. Wurscht! Zu den weiteren Nebenquests. Du! Hey, du da! Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Da kann man nichts machen. Doch, aber genug davon. Das Gequatsche bringt uns nicht weiter. Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Wegen der Arena.
Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Und ab wann kann ich dich herausfordern? Sobald du mit den beiden den Boden gewischt hast und im Auftrag des Dukes handelst, lasse ich mich dazu herab. Vorher bist du es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeude. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Ah, okay. Kann ich was lernen? Nein. Kann ich ihm kein Fleisch geben? Sorry, Bro. Kein Fleisch für dich. Sprinten kann ich auch nicht anscheinend, Chat. Das Gun. Oh, ich krieg wahrscheinlich gleich auf die Nuss dann. Liam. Das war, glaube ich, der andere. Oben gibt es noch eine Sidequest. Hopp, oh, falsch. Ein Top. Jo. Hm, dich selber. Alles klar, schon verstanden. Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Hm? Ich bin wegen etwas anderem hier. Dann bist du bei mir falsch. Ich produziere den besten Stoff auf ganz Magalan. Alles, was du brauchst. Alkohol. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Ist es. Kannst du mich heilen? Auch das kann ich für dich tun. Aber natürlich nicht umsonst. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Das glaubt dir doch nur ein Toter. Ich sage die Wahrheit. Der alte Doc sagt immer die Wahrheit. Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Okay, Obelix. Top. Was hast du anzubieten? Quest. Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Finde ihn. Finde den Dieb. Finde ihn. Weißt du, wer dich beklaut hat? Nein. Keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen. Jetzt muss der alte Doc erstmal wieder genug Stoff herstellen, bevor er euch wieder beliefern kann. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Geh zu den Damen. Die Damen wissen alles. Cindy weiß am meisten, da bin ich mir sicher. Frag sie. Sie wissen viel, sehen viel, hören viel. Geh zu ihnen und frag sie. Frag sie gut aus. Möglich, dass sie den Dieb kennen. Okay. Okay, okay. Viele Quests wieder.
Suchen wir es in der Arena. Oh, ich will nicht auf Fresse bekommen. Hui. War da nicht dann Liam vorher? Wer ist das? Sternwehen. Ah, der Neue im Vor. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Oh. Ja. Ich brauche deine Tipps nicht. Na, wenn du meinst. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Mir ist so vorgekommen, dass es nicht so schwierig letztens war. Aber meine Ausrüstung ist auch gerade nicht wirklich besonders. Boten. Oh, komm, das Maschinengewehr kann ich nicht nehmen. Was ist denn das? Schaut gut aus. Liegt einfach rum. Oh, besser speichern vorher. Wie kannst du das sagen? Ich hab hoffen, was Granaten. Ich warte hier. Array, du Feigling. Was du kannst. Bereit? Bereit. Kann ich Granaten werfen? Das hat nichts gemacht. Ich verstehe kein Wort. Ich warte hier. Dann lass mal sehen. Das schaut nicht so aus, das kann ich gewinnen. Selbst mit meinen Dodge-Künsten. Ich spiele auf einer normalen Schwierigkeit. Und ich kratze nichts. Nichts! Ja, wir werden später was finden. Du kommst in das durch, seh dich nicht. Ich bin nicht John Cena, also doch, glaube ich. Nutzlos. Nee, schlecht, ich gerade. So nutzlos. Oh, klar. Ich bin so nutzlos. Ich schwebte in der Luft. Mist. An. Auf dem Ding steht was drauf. Ich versuche ein bisschen was klauen, wenn ich was finden würde, das mal wert hätte. Wie eine Rüstung. Aber nein. Gar nichts. Ausschmeißer. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber du siehst mir nicht gerade aus wie... Na, wie die anderen eben. Kunde?
Na, was glaubst du wohl, wie ich mein Leben finanziere? Ich ziehe ganz sicher nicht in die Wüste und wühle im Dreck herum. Das Leben im Fort bevorzuge ich. Und umsonst ist hier nichts. Also verdiene ich mir meine Splitter mit dem, was ich habe. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Aha. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Oh Gott. Denk noch mal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Wo finde ich ihn? Unterhalb der Schlucht. Dort, wo wir unseren ganzen Müll hinschmeißen. Alles klar. Zur Schlucht. Etwas nutzlos. Nutzlos ist. Nur ich bin nutzlos hier. Oh. Ich glaube, ich renne richtig. Ich habe mich habe leicht in Erinnerung, dass diese Mission, glaube ich, nicht die schwierigste war. Also, probieren wir es mal. Ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Eine Rüstung wäre mal klasse. Tanktop macht nicht alles weg. Ach, den werden wir zerlegen, glaube ich. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Hier. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Oh. Cindy hat dich verraten. Du stiehlst aus dem Fort. Natürlich stehle ich aus dem Fort. Viel zu handeln kann man aus dem Schrotthaufen nicht herausholen. Vermutlich redest du von dem Diebstahl bei Doc, richtig? Ja. Das musst du verstehen, Junge. Manchmal findet man schöne Sachen in dem Müll, aber manchmal eben auch nicht. Da muss der alte Scrappy eben erfinderisch werden. Es kann doch niemand von einem alten Mann erwarten, alleine von Müll zu leben. Stiehlst du öfter aus dem Fort? Hin und wieder. Ich schäme mich nicht dafür. Die Jungspunde da oben haben eh schon genug. Da können sie dem alten Scrappy ruhig mal etwas abgeben. Da gibt sehr viel Sinn. Kriegen wir was von ihm? Stört mich nicht, wenn du im Fort stiehlst. Das freut mich zu hören. Ich hatte schon Sorgen, dass wir vielleicht Ärger miteinander bekommen könnten. Oh. Ich werde weiterhin den Reichen nehmen und den Armen, nämlich mir, geben. Wie es sich gehört. Wenn jemand fragt, wo ich bin, erzähle ihnen einfach, dass du mich nicht kennst. Alles klar. Abgebrochen? Wovon ernährst du dich hier? Na rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die meisten... Und wenn sich mal... Ich handle regelmäßig mit Ryder. Da ihr Jäger... Da fällt mir ein... Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Wer ist Ryder? Hab ich doch schon gesagt. Er ist ein Jäger, der hier draußen jagt. Ich handle mit ihm. Meistens weggeworfene Stims gegen Fleisch. Manchmal auch anderen Müll, den ich hier finde und den er zu Kohle machen könnte. Falls du ihn suchst, du findest ihn südlich von hier. Er hat dort irgendwo sein Jagdrevier. Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter.
Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Oh. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Hier, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Oh, ich mache schlechte Entscheidungen. Schlafsack, Zigaretten. Mist. Ich glaube, Ryder ist nicht so weit weg. Ja, geht pissen. Okay. Okay, wir machen hier eine Pause. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.